Servus und herzlich willkommen beim neuen Candlelight Oven XXL. Wir haben hier eine Gewindestange, um die Höhe zu verstellen. Da könnt ihr nicht nur Teelichter drunter, sondern auch ganz normale Wachskerzen drunter machen, wo halt den Durchmesser vom Teelicht haben. Durch die Konstruktion der beiden gebogenen Ofenrohre am Ende entsteht eine sogenannter Luftstrom, und am oberen Ende des Rohres entsteht dann Konvektion, wie bei einer Heizung. Das seht ihr, ganz wichtig, die Löcher über der Flamme, damit die Hitze ins Rohr steigt. Unten wird die kalte Luft angezogen und oben kommt die warme Luft raus. Der Luftstrom beträgt ca. 50 Grad oder ein bisschen mehr. Mehr misst der Thermometer leider nicht. Durch diese Konstruktion habt ihr eine bessere Wärmeverteilung im Raum. Im nächsten Video seht ihr dann eine Version mit einem PC-Lüfter am Ende. Bis dahin, euer Sascha. Peace!